Und damit herzlich willkommen zurück hier bei mir in meinem X4-Universum. Ich bin der Shintoaga und schön, dass ihr mich wieder auf meiner Reise hier durch das X-Universum begleiten wollt. Na, das muss man wollen, meine Videos zu gucken. So, genau. Also wir haben in der letzten Folge schon mal die Voraussetzung geschaffen für eine argonische Verteidigungsstation. Und anschließend sollen wir denen nochmal 3 Zerstörer liefern. Wo einfach nur alle Bauplätze belegt sein sollen. Da machen wir aber den Standardkram. Denn wir kriegen hier dann den Schiffswerft nochmal plus 50%. Das heißt, das lohnt sich so oder so. Aber da hatte ich ja schon mal angekündigt, wenn ich dann selber Zerstörer herstellen kann mit den Blaupausen für, was ich, beste Schild, beste Waffen, dann würden wir, da wir die Zerstörer ja dann den Argonen übergeben würden, hätten die natürlich super geile Kampfschiffe zur Verfügung. So, genau. Ich wollte jetzt mal schauen, wie weit denn mein Raumdock ist. Ja, das sieht noch nicht so aus, als ob... Also es wird zumindest schon mal gebaut. Das ist schon mal toll. Und das begrüße ich auf jeden Fall. Da kommt auch der Nachschub. Dann schauen wir mal. Also, Fertigungshangar ist auch das erste Modul, was ich da hin platziert habe. War vielleicht nicht ganz geschickt. Ich hätte vielleicht erstmal mit so einem Kreuzmodul anfangen sollen. Denn sobald ein Modul fertig ist, kann ich ja dann einen Manager zuweisen und dann auch Schiffe fürs Baulager einkaufen zuweisen. Na, das ist jetzt, hört er schon wieder auf, weil er gar nicht mehr genügend Ressourcen hat. Aber da kommen jetzt noch einige. Gut, ich wollte jetzt dem oder der Fraktions Verteidiger Repräsentanten oder Repräsentantin von Hadequas Entscheidung, hätte ich es mal gesagt, aber den der Liga von Hadequa ab trotzen. Mal gucken, was er so für mich hat. Was ich dann schon mal einkaufen kann, was vielleicht bei den anderen nicht gibt. So, Reno Mara, stimmt, die war ja hier, aber das ist nicht die Fraktionsrepräsentantin. Aber eigentlich müssten wir ja schon mal auch hier gewesen sein, ne? Wegen der Beförderung. Schön, Sie zu sehen, Freund. So, genau, hier so dieses Handelsabonnement. Können wir noch nicht kaufen, weil ich 20 sein muss. Okay, alles klar. Aber die 1 Million haben wir dann über. Dann geht es vielleicht auch mit dem Ruf. Viel Glück da draußen. Schön, Sie zu sehen, Freund. Mit dem Ruf auch ein bisschen schneller. So, wir schauen uns mal die Blaupausen an, aber da wird es keine großen. Naja, hier sind zum Beispiel die interessanten Sachen: Raumkrautproduktion. Das bringt mich gleich wieder auf die Idee, mal zu gucken, ob es denn jetzt wieder Raumkraut in der einen Station zu verkaufen gibt, die wir dann wunderbar an unseren Schwarzhändler verticken können. Und dieses Schiff, den Kurier, habe ich ja ausgestattet mit einer Antidetektion, also dass die illegalen Waren nicht mehr von der Polizei gescannt werden können. Das ist so eine epische Modifikation. Ansonsten haben die hier halt die Klassiker halt von den verschiedenen Fraktionen. Man müsste mal gucken, ob das vielleicht sogar günstiger ist, wenn man es bei denen holt. Ja, ansonsten sind das auch alles die Schiffe, die wir... Viele Schiffe, die wir halt von den anderen Fraktionen auch bekommen. Behemoth Hauptbatterie, die muss man extra kaufen. Oder ist das nochmal eine bessere? Ja, das wäre jetzt mal interessant zu wissen, ne? Ob die nochmal, wie das bei den Argonen ist, ob man die dann auch extra kaufen muss. Ob das hier eine bessere Variante ist, weil wenn man da plus 20 braucht. Interessante Frage an sich. Ja, ansonsten halt alles Klassiker hier. Den ganzen Argonenkram, den wir früher oder später halt auch brauchen. So, hier haben wir zum Beispiel die ganzen Gefechtsschubdüsen. Das sind die, die wir von den Teladi schon gekauft haben, weil die halt einfach baugleich sind. Die sind bei nahezu jeder Fraktion gleich. Von daher, da gibt es jetzt also... Viel Glück da draußen. Gibt es hier nicht so viel zu holen. So, können wir die Nexus Nana hier irgendwo sehen? Nö. Ist wahrscheinlich ganz da hinten. Oder schon wieder im internen Lager. Who knows? Aber so voll sieht es ja eigentlich gar nicht aus.
also mal wieder. Gut. Da wir das jetzt nicht selber machen müssen, haben wir jetzt die Shintoagas Erbe. Das ist das entsprechende Schiff. Hat die noch was? Er hat sogar noch Raumkraut drin. Haben wir die komplett beliefert. Dann machen wir den Handelsfilter wieder an. So, Wareneinkauf. Der ist erstmal uninteressant, den Warenverkauf. Da. Das müsste wieder die gleiche Station sein. Wo wir auch das letzte Mal den Raumkraut bekommen haben. So. Ne, das war die falsche Station. Die müsste die richtige sein. Ja. Und dann waren wir einmal so. Genau, 18 Milliarden, jetzt zeigt mir das auch nur hier an. Da ist unser Schwarzhändler und wir müssen dann wieder ja, dann müssen wir uns da mal oder wir machen das auch aus der Ferne. Wir können halt immer nur anscheinend so kleine Päckchen verkaufen. Nicht alles auf einmal. Aber wurscht. Da geht es auf jeden Fall los. Schon mal die Waren holen, sehr schön. Gut. So, wenn wir schon mal hier sind, dann schauen wir mal, was wir jetzt hier noch haben. Aufklärung. Naja, wieder einen Satelliten platzieren und dann wieder 5000 Xenon am Arsch haben, das kennen wir doch. Ja, das kann mit dem Einfach kann halt echt trügen. Das, die Erfahrung habe ich schon mehrfach gemacht. Ansonsten. Ja, hier stehen noch mit drohen Nahrungsmittelversorgung. Also wenn das wieder so ein Teil ist, dass ich einmal nur eine gewisse Menge Nahrung liefern soll, dann wäre das ja kein Problem. Aber auch diese Station benötigt Vorräte. Wenn das wieder eins ist, halte das alles über 90%, dann haben wir wahrscheinlich wieder Probleme. Würde aber ordentlich Kohle geben. Ja gut, mit der Station können wir sowieso nichts weitermachen. Aber ich habe auch gerade... Wir nehmen es mal an. So. Liefere Nahrung für unsere Station in Stillerzeuge 1. 450 Nahrungsraktionen und 270 Medikamente. Ja, das meine ich. Das ist ja... Wie sieht's aus? Die Transporteure sind fertig. Das ist sehr schön. So. Dann würde ich sagen... Komm, hier haben wir doch die Vollversorgungsfabrik. Waren transferieren. Und zwar einmal... ...450... Ich hoffe, das war jetzt richtig. Ja, ich kann mir das so schrecklich merken. Ja, und 270 Medikamente. Da reicht sogar ein Transporteur für.
So, und das Ganze in stiller Zeuge liefern. So, stiller Zeuge ist... Ach, für unsere Station. Das heißt, es kann... Stillerzeuge 1, das ist also hier. Ja, das ist ja natürlich auch wieder witzig. Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder raussuchen, welche das sind. Also, machen wir das mal. Einmal Nahrungs- und Medikamente. So, wer von euch will den hier einkaufen? Gibt es eine, die... So, hier werde ich auf jeden Fall schon mal die ganze Nahrung los. So, wer will denn hier, aber irgendwie so die Medikamente will jetzt hier keiner, ne? Nahrungsrationen wollen sie alle. Und jetzt versuchen hier irgendeine rauszufinden, die mir meine Medikamente abnimmt, oder wie? Ja, wahrscheinlich ist das dann eine, die auch Arbeiter beschäftigt, weil wozu brauchten die sonst Medikamente? Aber wir sehen schon. Also, ich meine... Hä? Die Stellmedikamente her, das wäre unsinnig. Ja, das hier. Aber das ist Medik, das ist aber nicht mehr Stillerzeuger 1. Es muss ein Stillerzeuger 1 sein. Und wie wir sehen, gibt es hier niemanden, der Medikamente einkaufen will. Das ist ja mal doof. Wahrscheinlich die Verteidigungsstation eher auch nicht. Nee, war klar, da gibt es gar nichts zu einkaufen. Ja, das wäre jetzt auch einfach... Hier, Wareneinkauf. Da. Die gleiche Station, wo wir die andere auch haben. Ja, perfekt, jetzt haben wir es doch. Weil das ist ja leicht verdientes Geld jetzt hier, 400k. Ich werde auch mal, um da meine Ruhe zu haben, werde ich mich jetzt mal in mein persönliches Büro zurückziehen. Erreiche System. Profitabler Handel. Dann wird es ja auch langsam wieder Zeit, eventuell mal zu gucken, was die verschiedenen Kohlen so machen. So, okay, gut, das habe ich jetzt erstmal. Schauen wir mal, das müsste sich jetzt eigentlich ausgehen. Ja, der ist auch schon unterwegs, sehr schön. Ah ja, Bollwerk Zweihändler, der macht das jetzt auch automatisch, sehr schön. Ah ja, das ist ja eine Verteidigungsstation. Ich wollte eigentlich bei unserem, die wir für die Argonen bauen. Was mich noch gerade total irritiert ist.
übernimmt das hier nicht, ne? Weil der will gar nicht die Technologiesachen angeliefert bekommen. Das macht mich gerade ein bisschen traurig. Also machen wir es nochmal. So, hier mal einen vergessen. So. Bestätige Änderung. Ah, hier muss ich draufklicken. Jetzt, ja, ja. Ich habe die Moduländerung einfach nie übernommen, deswegen hat er das nicht gemacht. Und jetzt kommen auch die ganzen Elektronikkomponenten, Geschützkomponenten, also alles Sachen, die wir auch selber herstellen. Und da wir ja keine Schilde verbauen hier, es wird auch nicht verlangt von uns. Ja, das kann dann hoffentlich von alleine geliefert werden. So, aber das Raumdock, das war doch da, wo ich schauen wollte. Aber da gibt es auf jeden Fall Nachschub von den ganzen Materialien, das ist sehr schön, aber es dauert halt echt noch bis hier. Ich meine, der Rest würde jetzt schnell gehen, anschließend die ganzen Containerlager. Und ja gut, die Paraniden-L-Kuppel, die wird wahrscheinlich noch einen Moment dauern. Ich würde sagen, wir lassen mal ganz kurz den Zinser laufen. Schauen dem Gewusel hier gerade mal ein bisschen zu. Gute Arbeit. So, das war jetzt wahrscheinlich die. Genau, das war jetzt die Sache mit den Nahrungsmitteln und den. So, das heißt, du kommst mal wieder hierher zurück. Genau, das war jetzt die mit den Nahrungsmitteln und den Medikamenten. Das hat also funktioniert. Bevor wir da den nächsten Schritt machen, schauen wir mal, was denn unser Luftstaubsauger wieder eingesammelt haben. Drei bestätigte Singularitätsantriebe, das ist schon mal, erfreut mein Herz. 13 Feldmatrixen, auch das erfreut mein Herz. 107 Raumfliegeneier, da kommen wir doch jetzt mal. Sehr schön. Da lohnt es sich dann auch wahrscheinlich wieder zu Hattikwa zu gehen. Ich habe immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass ich dort dann auch die. Dass ich dort, wenn ich dort verkaufe. Auch dementsprechend da Ruf bekomme. Das ist ja immer noch so ein bisschen meine Hoffnung. Erreiche System. Stiller Zeuge. So, dann einmal Raumfliegeneier, also 4 Stück herstellen, zack. Dankeschön. Hallo, kann ich helfen? Bitte sehr. Ja, das sind doch ordentliche Preise hier, die wir hier bekommen. Das gefällt mir. Immer noch nicht haben. Ich weiß, wie gesagt, auch nicht, ob ich die ganzen Sachen wirklich jemals an die verkaufen darf. Raumfliegenkaviar. Oh, noch nicht mehr. Sonst war der immer bei 1 Million. Aber wie gesagt, ich hoffe ja einfach, dass das auch ein bisschen Ruf irgendwie gibt, wenn ich da privat was verkaufe, auch wenn das hier nie steht. Viel Glück da draußen. Aber immerhin 12 Millionen. Und dann machen wir jetzt schon mal hier einen Abruf.
Machen wir hier auch einen Abruf, wenn wir schon mal dabei sind. Wir machen dir das immer so. Boah, diese Bergbaustation macht mich echt irre. So. Die Elektronikkomponentenfabrik, ja gut, die erwirtschaftet noch so, dass er auf Null kommt. Ansonsten, ja, bin ich wahrscheinlich noch zu früh dran. Aber auch noch mal knappe 6 Millionen, das ist in Ordnung. Gut, wir sollen das dreimal Lasertürme im Zielbereich aufstellen. Das sollte kein Problem sein. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, habe ich auf der Nexus Narnia auch Lasertürme mittlerweile am Start. System. Fertig war's. Entscheidung. Dann werden wir gleich sehen, ob dem auch so ist. Schiffsinformationen. Ausrüstung. Haben wir denn... Ne, wir haben keine Lasertürme. Wir haben keine Lasertürme mitgenommen. Schade, schade. Dann müssen wir leider nochmal welche einkaufen. Habt ihr hier zufällig welche? Ne, hier sind wir ja falsch. Und da gibt es nichts. Okay, gut. Dann müssen wir tatsächlich am Ausrüstungsdock. Nächstes dürfte bei den Teladi sein, nämlich ja, nämlich hier. Argon Handelsstation. Ich habe mir überlegt, ob man selber so eine Handelsstation aufziehen kann. Würde ich dann auch mal probieren. Einfach mal zu wissen, ob es geht. Autopilot eingeschaltet. Einfach nur, um zu wissen, ob es geht. Ich befürchte aber fast, um die ganzen Sicherheitsschneiderkram und so weiter bei den verkaufen zu können, vielleicht sogar plus 20 nicht ausreichen. Aber da hilft vielleicht das Handelsabonnement, weil wenn meine Händler dann sehen, was die da für Preise bieten, dann schicken die vielleicht eher mal da Schiffe hin. Und zu handeln, Entschuldigung. Ganz ist der Husten noch nicht weg. Erreiche System, stiller Zeuge. Ich habe natürlich eben in der Episodenpause vergessen, mein E-Mail-Programm wieder auszustellen. Mal gucken, ob jetzt nochmal eine kommt, währenddessen ich hier aufnehme. Erreiche System. Profit Center Alpha. Autopilot ausgeschaltet. Teladi Ausrüstungsdock. Ich bin auch also überlegen, mir mal ein anderes Kampfschiff nochmal zuzulegen. Erfolgreich angedockt. Erwarte Befehle. So von dem Split zum Beispiel. Und wieder mal mit Muon-Laser zu bestücken, weil das fand ich auch ganz interessant. Ne, hier muss ich hin, ne? Ja. So, Laserturm. Ja komm, nimm mal 25 mit. Wir haben ja gerade Geld ordentlich abgehoben, da sollte es nicht dran scheitern, da habe ich immer mal welche. Außer... Nee, abdocken. Außer ich lasse die Nexus Narnia mal mit meinem 5-Sterne-Piloten, den Herrn Samdi, allein und der
verstrickt sich dann irgendwelche Gefechte und schmeißt dann einen nach dem anderen den Laserturm raus. Schmeißt den Xenon quasi die Prügel nass. Was mich dann eigentlich immer noch zu meinem immer noch nicht realisierten Metal-Bomber-Projekt bringt. Aber das ist ein anderes Thema. Gut, so, ist das jetzt unser Laserturm im Zielbereich? Eingeschaltet. Gucken, wo wir hingeschickt werden. Ich habe das dumpfe Gefühl, wir müssen jetzt ins Xenon-Gebiet rein und dort drei Lasertürme aufstellen. Ich schätze mal hinter dem Hattequator, also Richtung Xenon, Tarkas Zusammenbruch. Erreiche System. Ah, nee, okay. Hattequars Entscheidung. Wir müssen nach Hattequars Entscheidung 3. Auch gut. Erreiche Hattequars Entscheidung 3. Ja, Bollwerkhändler, der wird auf jeden Fall jetzt auch wieder Materialien zur Baustelle bringen hier. Für die Argon-Verteidigungsstation, die wir da jetzt im Auftrag hochziehen. Da haben wir ja dank des Vigo-Syndikats haben wir ja schon ein bisschen Übung. Aber vielleicht gibt es jetzt hier auch nochmal ordentlich Ruf. Mittlerweile haben wir die Infrastruktur, um das bewerkstelligen zu können. Leerer Raum. Oh, ich habe das Gefühl. Ja, oh, oh! Oh! Was da denn passiert? So, Autopilot ausgeschaltet. Muss auch mal was machen hier. Dann fliegen wir mal manuell. So, das dürfte so sein hier unten. Verteidigungsstation. Ja. Kann man schon in den Grundzügen erkennen. Leerer Raum. Wie gesagt, eventuell müssen wir bei den Elektronikkomponenten und so weiter, Geschützkomponenten, da selber nochmal nachhelfen, aber viel wird ja nicht benötigt. Wir sollten 10 Geschütztürme bauen. Wir haben jetzt 8 L und 2 M. Das sind 10 nach Adam Ries und Eva Zwerg. Also gehe ich mal ganz stark davon aus, dass das dann auch ausreicht, wehe wenn nicht. Oh, ganz schön weit raus hier. Würde mich auch nicht wundern, wenn hier ein paar Xenon rummachen. Nur was sei hier draußen? So viele. Ich weiß nicht, also meines Erachtens machen die Geschütztürme hier keinen Sinn, aber gut. Man hinterfragt nicht den Auftraggeber, man macht einfach. So, also aufstellen, militärisch, Laserturm einmal, zweimal, dreimal. So. Wir sollen Nahrungsrationen liefern. Ja genau, 18%. Das ist das, was ich meinte, aber wir sollen, glaube ich, nur Nahrungsrationen liefern. Also ich lag jetzt mit meinem... In meiner Vermutung, mit diesen Prozenten nehme ich jetzt nicht verkehrt. So, pass auf, dann machen wir jetzt folgendes. Wo wir da in der Nähe sind, erstmal alle entfernen. Hattequars Entscheidung 1. So, dann fliegen wir da jetzt auch hin. So, und der Transporteur 2A macht jetzt mal hier.
Diese Nahrungsration haben wir genug. Komplett voll 8200. Und wenn das nicht reicht, dann weiß ich es auch nicht. So, wo war es jetzt? Adäquat Entscheidung 1. Wo haben wir es denn? Da. Okay, kann ich noch nicht, weil ich... Aber du kannst schon mal dahin fliegen. So. Weil die Station quasi noch nicht von mir erfasst worden ist. Das hat sich ja dann gleich erledigt, wenn wir dann da sind. Verbleibende Zeit 0. Oh, und Graphen auch. Ja, aber das meine ich. Das meine ich, genau mit diesen Prozenten. Aber gut, wir sind bei 8200. Das heißt, Graphen müsste man noch liefern. Da packen wir auch erstmal alles voll. Graphen, Graphen, Graphen. Welche Station hat Graphen? Also auf jeden Fall mein Hauptquartier. Ja. So, da packen wir auch alles rein, was wir nehmen können. Wir können denen ja schon sagen, dass sie andocken sollen. Muss er ja nicht hier rumgammeln. Adäquats Entscheidung 1. Erreiche System, stiller Zeuge. Das war doch jetzt irgendwie so auch nicht richtig, oder? Ja, wollte ich gerade sagen. Erreiche System, Adäquats Entscheidung. Naja, neben den Highway macht auch Sinn. Ja, das war's dann auch wieder für diese Folge. Seid gespannt, wie es weitergeht in der nächsten Folge und wie weit das dann mit meinem Schiffswerft für S- und M-Schiffe vorangeht und ob die Teladi dann bei mir auch einkaufen werden. Alles weitere dann... Alles dann weiter, wenn wir hier gegengeflogen sind. Ja. Bis zum nächsten Mal. In der nächsten Folge. Seid gespannt, wie es weitergeht. Tschüssikowski.